So, also PVC kommt auf jeden Fall nicht in Frage. Für die Küche. Wir holen halt diese Fliesen, aber Heiko ist jetzt noch was eingefallen. Und deswegen gucken wir jetzt noch mal, was er meint. Was hast du dir denn jetzt gedacht? Mamas Haare tun? Oh, wie bitte? Ja. Boah, der liebe ich. Der große Fisch. Große Fisch, da, guck mal. Der große Fisch. Boah, sehr gut. Ja, der große Fisch. Wir haben Hunger. Wir wollen essen, Alexander. Ein So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Der Kleine ist seine Junior-Tüte. Und die Mama guckt Shopping Queen. Und ich trinke mein... Wo ist es? Hier, mein Smoothie. Hi, wir sind jetzt hier in der neuen Wohnung. Ich sehe ganz, ganz schlimm aus, ich weiß. Aber ich habe mich heute nicht mal fertig gemacht. Wir sind direkt hier hin. Und ja, sind jetzt hier weiter am Renovieren. Okay, Alexandros Zimmer haben wir ja soweit fertig. Der ist hier am Rumfahren. Hat er jetzt noch genügend Platz mit seinem Pucki hier rumzufahren? Ja, ich bin jetzt im Schlafzimmer am Machen. Und zwar haben wir die Leisten gestrichen und ich muss jetzt das Überschüssige vom Boden wegkratzen, überall rundherum. Das ist auch eine mega doofe Arbeit. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Aber ja, muss auch gemacht werden. Und ja, Heiko streicht noch die Leisten im Flur. Ja, nächste Woche warte ich jetzt auf die Ladung Wandfarbe. Weiße Wandfarbe kriegen wir jetzt noch, rosane. Da wollte ich im Flur nochmal in meiner Computerecke rosa und grau streichen. Und in der Küche möchte ich die eine Wand mint. Gut, ich muss jetzt weitermachen, weil sonst wird das hier nie fertig.
wisst ihr, was das Coole ist? Dann habt ihr noch mega viel Platz, um Unsinn zu treiben. Das ist meine Kleidung. Jetzt brauche ich nur noch die Schränke. Einer kommt dahin, einer dahin. Müssen wir mal gucken. Und ja, hier kommt das Bett hin. Ja, wir müssen ein bisschen umdenken, weil der Raum halt so schmal ist. Müssen wir mal schauen. Hier, Alexandro hilft mir. Super, Schatz. Also toll. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und ich koche jetzt hier ganz schnell, weil ich habe den Herd bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt und habe den jetzt verkauft gekriegt, weil wir wollen einen Einbauherd holen. Nur, wir müssen jetzt über einen Monat ohne Herd auskommen. Also das war jetzt total doof gedacht, aber wir müssen halt gucken, wie wir das machen. Eventuell immer nur grillen. ja, und jetzt mache ich ganz, ganz schnell noch hier Hackfleisch in der Pfanne mit Bratkartoffeln und hier hatte ich von gestern noch Champignons und Paprika. Ich wollte eigentlich einen Auflauf damit machen, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr, weil ich habe nur noch eine Stunde Zeit und ich mache gerade den Backofen sauber, weil der sieht aus wie Sau. Bin in der letzten Zeit überhaupt nicht mehr dazu gekommen, den sauber zu machen. Deswegen mache ich das jetzt ganz schnell in der Pfanne, damit das Hackfleisch nicht kaputt. So, hab den Backofen jetzt sauber, hab jetzt noch schnell das Essen fertig gemacht und für Alexander habe ich auch noch eine schnelle Suppe gekocht. Ja, dann sind wir jetzt erstmal alle versorgt bis morgen und ja, dann schauen wir nach dem Einbauherd morgen oder übermorgen. Ja, und jetzt esse ich. Lieben, meine Frage ist jetzt, wie baut man so einen Karton auf? Bisher hatte ich nur die anderen, die ganz einfach gingen. Und hier muss man hier richtig viel studiert haben. Ja, dann lege ich jetzt mal los. Mein Herd ist verkauft. Ich habe keinen Herd mehr. Ja, wir wollen ja jetzt einen Einbauherd holen. Und wir haben den über eBay Kleinanzeigen jetzt verkauft. Kartons haben wir auch schon rübergebracht. Deswegen ist das hier Gott sei Dank etwas leerer geworden. Und dann habe ich noch zwei Sachen durch Kleinanzeigen weggekriegt. Schlafzimmer ist auch mega leer. So leer war das doch gar nicht. Und zwar war ja hier mein Schreibtisch. Der ist auch weg. Und hier war die IKEA-Kommode, die ist auch weg. So, jetzt habe ich noch hier das große Huch, muss ich noch hinten. Oh Gott, bitte guckt nicht auf die Unordnung, aber ihr wisst, ich ziehe gerade um. das Regal, das kommt auch weg, das passt auch nicht in das neue Schlafzimmer, weil das halt so eng ist. Kaufe ich jetzt Kleiderschränke über IKEA. Das bekommt die Laura. Sie möchte das haben und dann kriegt sie das auch. Und ja, wo bin ich? Hier bin ich, ja. Und ich freue mich so mega. Naja, eigentlich bin ich traurig, weil ich habe meine Kamera verkauft. Meine Spiegelreflexkamera ist weg. Ich habe sie vorhin verkauft. Aber was soll ich denn damit? Ich habe jetzt den Camcorder und mit dem komme ich super klar. Der macht ja auch HD-Aufnahmen. Komm her. Und ja, jetzt ist sie weg. Und jetzt habe ich Kohle. Und der Kohle. Ich warte jetzt erstmal, bis der Heiko von der Arbeit kommt. Beziehungsweise ich fahre jetzt nach Action, weil ich will da noch ein bisschen nach Deko gucken. Und wenn Heiko von der Arbeit kommt, hole ich ihn einfach und fahre mit ihm nach IKEA. So ist mein heutiger Plan. Ja, ja, so mache ich das. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis wir Heiko von der Schule abholen. Und jetzt gehen wir in Zoo Zayak mal rein. Ja, ist ja Zoo für Arme. Und Alexandre schaut da ein paar Fische und Hasen und so weiter. Und Vögelchen. Bis
I'm born, I'm bred, I'm changing my direction instead. My heart, my head, my reasoning is complicated. Every little symbol, every little sign, till there's no different, every single time. Tell it secret, no one will be known. Oh nein, das war der Feind. Hat die Bombe gemacht? Hier bei Zoo Zayak. Wir haben noch eine Stunde, bis wir Heiko abholen und wir vertreiben uns eben die Zeit und gucken uns Fische an und Tiere und Katzen und alles weitere. Das war wow. Was haltet ihr eigentlich davon, dass die Hunde hier verkauft werden? Ich meine, schlecht haben sie es ja nicht. Aber, naja, mich würde mal eure Meinung interessieren. Na komm, Schatz, wir gehen zu den Vögeln. So, hier ist die Schule von Heiko. Hier lernt er LKW fahren. Und was schreist du so? Meine Güte! Warum schreist du? Mensch! Mate! Meine Güte! Mensch! So, jetzt warten wir auf den Papa. Der Papa hat gleich Feierabend. Ja. Jetzt warten wir auf ihn. In 10 Minuten kommt er. Und dann muss ich ihn überreden, dass wir nach Ikea fahren. Wir sind jetzt in Ikea. Ein bisschen gucken, was wir an Möbel brauchen. Ja. Ein paar Schränke. Und ja, erstmal Alexandro ist todmüde. Der hat seit heute früh, wann waren wir? Seit 7 Uhr? Seit 7 Uhr hat er nicht mehr geschlafen. Er ist total K.O. und hat noch sein Auto in der Hand. Der Bagger. Der Bagger. So, und wir sind jetzt hier kurz bei Long Chicken, würde ich jetzt sagen. Da kommst du, Long Chicken. Wir sind bei Burger King. Und holen uns was? Fast Food! Heute war echt ein mega langer Tag. Und der Heiko ist gerade hier. Moment, ich zeige euch das mal. E-Zigarettenzubehör. Wir haben hier E-Shisha
Und der kauft sich jetzt dafür so ein Liquid mit Geschmack, weil er das Rauchen aufhören will. Und der braucht jetzt so ein Liquid, was halt ein bisschen mehr Nikotin hat, damit er von den Zigaretten wegkommt. Und Alexander ist immer noch am Schlafen. Und gleich habe ich noch einen Termin. Jemand holt ein Bild von mir ab, was ich auf Kleinanzeigen verkauft habe. Das, was er bei Alexandro im Zimmer hang. Das habe ich jetzt für 10 Euro verkauft. Ja. Boah, ich bin total müde, ey. Na gut.